Und wieder eine Extra-3-Perle als Podcast. Und bitte. Neueste nationale Nachrichten, Spezial. Heute richte ich mich an die Bewegung in Mecklenburg-Vorpommern. Wen habt ihr Vollpfosten euch da zum Fraktionsführer erkoren? Ausgerechnet diesen verschwitzten Schmierlappen Udo Pasteurs. Pasteurs, ist das überhaupt ein deutscher Name? Und hat diese Pissnäcker eigentlich was Anständiges gelernt? So, der feine Herr ist Juwelier. Zu Schmuckhändlern hatten wir ja früher eher ein schwieriges Verhältnis. Und jetzt tut dieser Klapsbarten so, als wäre er mein Nachfolger. Aha, eine Rede. Pasteurs, haben Sie Mundgeruch oder wo sind Ihre Anhänger? Ich musste damals nur husten und habe damit Massen bewegt. Na gut, immerhin verteilt Pasteurs Propagandamaterial an die Volksjugend. Eine CD, sehr modern. Und was lernt die Jugend da? Das müssen wir kaputt machen, was uns kaputt macht. Was? Macht kaputt, was euch kaputt macht? Pasteurs, Sie Kackstelze! Das ist der Jargon von Hausbesetzern und Hippies! Macht kaputt, was euch kaputt macht! Was kommt als nächstes, Simeon-Mütze? Keine Macht für niemand, oder was? Apropos Macht! Macht es euch denn gar nichts aus, dass die ganze Nation hier über euch lacht? Also, liebe herrschende Klasse, seht euch vor! Wenn wer Wind seht, wird Sturm enden! Lasst uns Sturm sein! Ha! Ihr Windbeutel wollt Sturm sein? Habt ihr euch denn schon mal angeschaut? So ein jämmerlicher Haufen von Suppenkaspern will Sturm sein? Das reicht doch nicht mal für ein laues Lüftchen! Da macht ja ein Pups von meiner Blondie mehr Wind als ihr elenden Furzbirnen! Wegtreten! Wenn Ihnen das nicht reicht, extra 3, immer donnerstags, 23 Uhr, NDR Fernsehen.